Verkauf. Oh, es geht los. Ich bin aufgeregt. Spannung! Ah, es kommen Erwachsenenspiele. Mann, bin ich froh, dass ich eine Xbox One habe. Kannst du jetzt echt eng sein mit diesem Trailer, der da jetzt schon läuft. Immerhin gibt's einen Trailer. Seht ihr diese ganzen erwachsenen Spiele? So richtig erwachsen fühle ich mich. So richtig cool. Bist du erwachsen dafür? Mann, habe ich eine Xbox One, bin ich der beste Mensch der Welt. Du bist schon ein bisschen anti aktuell, ne? Niemals. Oh mein Gott, Call of Duty, wo sind die Doritos? Ich brauch Mountain Dew, um hier runter zu schlocken. See you on the other side. Ich hab nur Rockstar neben mir stehen. Das ist schon zu hardcore für mich. Oh nein, es geht was schief. Oh mein Gott, es ist so advanced. Das ist so viel Warfare. Ich kann das, oh mein Gott, ich fühle mich schon. Ich fühle mich, mein Bart wächst gerade, weil das so männlich ist. Wahrscheinlich. Ist das eigentlich in-game? Ja, natürlich ist das in-game. Call of Duty war noch nie out-game. Du bist lustig. Ganz ehrlich, ich habe ja nichts gegen Call of Duty eigentlich. Ich freue mich auch jedes Jahr eigentlich wieder auf so einen stumpfen Shooter. Ja, gut. Es ist halt. Weiß ich nicht. Guck mal, er tut so, als würde er erst spielen. Das überzeugt mich, dass das Spiel wirklich so aussieht. Das ist übrigens die ewige Frage: Spielt er live oder nicht? Letztes Jahr bei der PS4 wurde viel live gespielt. Das hat Ubisoft bewiesen. Ach, das ist ja Dings abgestürzt. Ja, da ist alles abgestürzt. Das ist übrigens der Grund, warum man es nicht macht, wiederum. Naja, aber gleich kommt Bullshit-Bingo, was kracht zusammen am Ende? Ich sag das große Hochhaus. Ja, ein Hochhaus, sehr langweilig. Ich sage, eine Atombombe fliegt auf die Stadt. Zwei Atombomben. Und Japan. Ich würde sagen, eine Atombombe hält die andere Atombombe davon ab, dass die einschlägt, wodurch sie in der Luft einschlagen und voll so ein Anime-Fight irgendwie starten. Und dann Titans, weil genau, kommt irgendwie so was Überraschendes. Mit eingemischt. Metallischer Ball, der fliegen kann. Kommt raus, dass es kein Call of Duty ist, sondern ein Call of Duty Titanfall Crossover. Was für eine Überraschung das wäre. Ist das der Typ aus Crysis? Bestimmt ist das der Typ aus Crysis. Er sieht so aus. Oh, da ist ein Ärmchen. Naja, lieber Arm ab als Arm dran. Ist das der Arm aus Crysis? Na, hat sowas von vorbestellt, gekauft. Gleich doppelt in der Super Special Deluxe Edition mit Season Pass dreimal. Sie haben jetzt cool, rote Bändchen. Senior Producer from Ubisoft, Vincent will auch so Bändchen haben. Ubisoft, Assassin's Creed diesmal bei Xbox und nicht mehr bei... Das ist auch, wer halt Geld bezahlt, ne? Das sind so die Huren dieser Industrie. Entschuldigung, aber es ist ja so. Ich habe nur das... Die Gefahr ist natürlich, dass durch so ein Mega-Koop die Story natürlich ein bisschen Probleme kriegt, ne? Ja, die Story hat eh Probleme, da macht das auch nichts mehr, also von daher. Ja, gut. Kein Halo. Crysis? Crytek? Keine Ahnung. Homefront! Homefront, sehr gut. Du bist auch einer, du hast das drauf, ne? Ja, ich hab meine Shooter in Final. Aber dann war ich mit Crytek ja nicht falsch. Nö. Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube nicht. Mu hat gelogen, ne? Mu hat gelogen. Das könnte aber auch der Nachfolge-Trailer von Advanced Warfare sein. Man ist sich nicht ganz sicher. Na, Insomniac Games. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. What? Sunset Overdrive. Oh, das ist auch geil. Ach Gott, ich fühle mich wie Weihnachten gerade. Härker. Er ist nicht stärker, er ist härker. Er wohnt im Kerker. Oh. Und da wird er zum Berserker. Oh Gott, wir sollten aufhören. Er hat einen Bagger als Arm. Oh, der Zeppelin da hinten. Oh, es ist ein Aal. Es ist ein Aal. Nein, es ist ein Bagger. Es ist ein Aal. Ein Aal. Ein Aal. Und jetzt wiederholen. Ja! Was? Was schaue ich da gerade? Der Spielerchor. Over the top Dead Rise. Was?
Was? Oh, es war Regina aus Dino Crisis. Ehrlich. Super Ultra. Arcade Remix Hyper Edition. Ernsthaft? DLC interessant. Oh, sie haben. Available now, Christian. Dummerweise hast du keine Xbox One. Also ich bin nicht begeistert. Moment. Christian, nicht spoilern. Oh, was ist das? Ihr spoilert, glaube ich, beide mich gerade. Oh mein Gott. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Nein. I couldn't resist. Nein. Warum tun sie das? Oh nein. 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 Oh. Negatives Nein. Negatives Nein. Negatives Nein. Nein. Negatives Nein. Oh Gott, warum tun sie sowas? Nein! Das klang nicht wie Christopher Siever. Die Stimme war cool. Das war aber nicht Christopher Siever. Ist doch scheißegal, wenn die Stimme gut ist. Nicht? Doch, ist es. Das ist kein neues Conker-Spiel. Das ist das Problem eigentlich. Die alle den gleichen Charakter haben vor allem. Halo! 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 Halo, Halo! Es ist ein Halo 2! Ja! Woher weißt du das? Ich weiß sowas! Ich kenn mein Halo! Ist das die Szene aus Halo 2 oder was? Ja, das ist das Ende von Halo 2. Du Drecksack! Jetzt hast du alle gespoilert! Jetzt hast du alle gespoilert mit deinem Nerdwissen! Da hört nämlich Halo 2 einfach auf, okay? Das ist der größte Cliffhanger ever. You have to forget. Stimmt! Das stimmt, jetzt hast du jetzt, wo du es sagst. Ja, ich erinnere mich an die Szene, aber nur durch Halo 3 quasi. Es kommt ein Halo 2 Remake. Und Mu hat wieder Xbox Gold. And so bringing that history to life on Xbox One isn't just about making a game. It's about embracing our traditions and our roots and everything that we are passionate about with Halo. It's about retelling Chief's entire legendary tale. The way you remembered it. Oh, eins, and also zwei, a new perspective drei. Lead up to the launch of Halo 5 Guardians next year. And so, und on November 11th, 2014, for the first time ever, you can play the entire Master Chief saga on a single console, the Xbox One, with Halo, the Master Chief Collection. Oh Gott, wie großartig! Ja, da hast du deinen System Seller für die One, ne? Fantastisch. I love you too. Master Chief Collection is Matt. Jade Empire? So I'm honored to be up here on the stage today to announce. Well, let's just watch the trailer. Jade Empire? Ich weiß nicht mehr, was Jade Empire ist. Das ist nicht Jade Empire. Das sieht nicht aus wie Jade Empire. Nein. Was könnte das sein? Das ist ein alter Xbox 1 Titel. Der Name kommt jetzt. Sagt mir das. Phantom Dust. Ja, wer das nicht mehr kennt. Echt nicht. Habe ich noch nie. Keine Ahnung. Und noch nie gehört. The Division. Sehr gut. Alright. Hello everyone. Na, hoffentlich sieht das noch so aus wie letztes Jahr. Na, so schön sieht das aber nicht mehr aus. Ich vermisse ganz schön viele Effekte hier im Vergleich zur letzten E3. Da gibt's viel weniger Hunde, die man angucken kann. Okay, I know where we are. I'm setting the waypoint to the base. Weißt du, jetzt hast du mich leider verunsichert. Ich weiß gar nicht mehr, ob das so ist. Arschloch. Die Map ist noch drin. Ja. Das sieht aber auch nicht mehr so schön aus. Ach, jetzt hör doch auf. Aber du hast recht, wenn sie die Grafik runterdrehen sollten, wäre jetzt der richtige Moment. Wenn, dann müssen sie es jetzt machen und nicht schon wieder so aufpimpen. So, bei mir sagen sie auch perfekt, also bleiben wir auch so. Super. Ach, ich bin ganz aufgeregt. Ich frage mich schon, welche krassen Neuerungen FIFA 2015 mit sich bringen wird. Oh ja.
PC. Und jetzt lese ich halt immer, der erste ist so, den kann man nicht mehr spielen. Weiß ich nicht. Ich habe ihn nie jetzt nachträglich nochmal gespielt, muss ich zugeben. Ich habe halt mal mit angefangen. Ja, und ich die Sims! Ja, ja! The Sims. Die Sims! Smarter Sims. Was war das denn? Sims with real personalities. And the stories Frauen, we'll tell about the Sims. And the prodigy BJ Penn and see what I'm talking about. Ganz ehrlich, bei UFC können wir nicht gerade wunderschön rüberquatschen, weil wer es spielen will, der soll sich die, Demo runterladen. Die ist nämlich verfügbar für PS4, Xbox One und Co. Also, bla. Einfach nur bla. Ja. Ich will Mirror's Edge sehen. Oder mehr von Halo. Eins von ich glaube, Halo wirst du hier nicht sehen. Ah, Lizenzmucke. Mach mal kurz den Stream etwas leiser. Das ist nicht, ich meine gleich wieder laut, keine Sorge. Ihr verpasst ja nichts. Ja, Mu, red doch mal ein bisschen. Ihr könnt in meinen Stream kommen, da ist die Musik voll aufgedreht. Bis der geladen ist oder bis die drüben sind, ist dieser Trailer, glaube ich, auch vorbei. Oh, Criterion Games Spiel. Now listen. We don't typically show things this Need for Speed? Nein, clear. Burnout hoffentlich. Sie haben gesagt, kein Need for Speed. Ich habe übrigens mal ein Bild geschickt, was da alles drauf ist. We all know that there's no way we could keep Burnout, Burnout, Burnout. Sobald ein Auto ist, ist es Burnout. At Criterion, we come from a world predominantly experienced through cars. Nein, es ist ein Hubschrauber-Simulator. It's time for us to explore new adventures. Das wäre gut. Ja. What you could do. Übrigens meine Pizza. Ja, pass auf. Wir machen das, weil Golf. Tut mir leid an alle zwei Leute, die Golf gerne sehen wollen, weil das ist jetzt mit der Frostbite 3 Engine, ne? Deine Pizza, ja. Okay, auf der Pizza drauf ist Knoblauch, Ananas, Salami, Baconwürfel, Jalapenos, Gyros, Hotdogwürstchen, Mais, Hirtenkäse, Honig, Senf, Dillsoße, Hamburgersoße, Rucola-Salat, Hot Chilis und. Ja, schön. Geschnitten. Der Trailer ist lustig. Das ist halt so Partygolf. Der hat den Ball irgendwie abgeschlagen und dann ist da das Schiff aus Battlefield durchgekracht und so weiter. Ich weiß zwar nicht, was das soll, aber deswegen kaufe ich das. So nach dem Motto, wir haben die Frostbite Engine, hier muss was kaputt gehen, oder was? Ja. Was ist das denn? Battlefield Golf? Now let's talk about Madden. Madden! So, Madden, ich kann den Stream leise lassen, läuft super. Dieses Jahr machen wir übrigens eine richtig dicke E3-Show, so wie wir sie halbwegs schon dieses Jahr geplant haben, nur noch dicker und Mu kommt dafür auch nach Hamburg. Nicht wahr, Mu? Natürlich. Sehr gut. So, das ist dann schon mal, das ist schon mal fix. Das war übrigens die PK. Das war's. Oh, war das schlecht. Ja. Wie jedes Jahr enttäuscht EA auch dieses Jahr mal wieder. Übrigens, bevor es losgeht, Beyond Good and Evil würde ich sehen. So, jetzt wird gesagt. Wie jedes Jahr. Ja, aber dieses Jahr wird es ja mal Zeit, ne? Und wenn das jetzt Beyond Good and Evil ist, dann drehe ich komplett. Das ist Far Cry. Entschuldigung, Mann, ey, warum musst du gleich alles zerstören? Natürlich ist es, aber du hast recht, Far Cry 4 ist das. Sie hat den Affen gehauen. Das ist Peter. Wo ist Peter, wenn man es mal braucht? Erkennst du eigentlich? Du gerade mit. Erkennst du den Sinn? Smartphone? Mit Smartphone meine ich? Vielleicht, wenn man zu wenig Controller hat? Kennt man ja. 400 Leute, weißt du, alle wollen, wir wollen gerne Just Dance spielen. So 300, 400 Leute hier in der Wohnung und die wollen alle Just Dance spielen. Ich meine, wofür hat man ein 500 Quadratmeter Wohnzimmer? Ja, also Just Dance ist halt so zum Bullshit-Party machen großartig, aber wenn man wirklich tanzen möchte, dann Dance Central. Only. Guck mal, wie die sich freuen. Guck mal, den hat auch mitgetanzt. War der Buschbeck. Das hat er verkackt. Das hat er gerade verkackt. Das wollte er doch anders machen, oder?
Was hat was denn? Naja, er ist auf ihn zugelaufen und wollte sie, glaube ich, beide erstechen, ist aber hat sie durchgerannt. Ah, ja, ist er durchgelaufen. Er hat die Attacke verkackt, meine ich. Aber das könnte beweisen, dass sie live spielen. And as gamers, we deserve better. Ich wusste, die Alte von EA, die müsste jetzt kreischen. Hat er eine Monobraue? Ja. Ist das modern? Nein, aber er sieht generell nicht modern aus. Wobei, der Bart ist doch noch hipster, oder? Ja. Aber Monobraue ist nicht hipster, oder? Nee, Monobraue ist ganz weit weg. Lieber Chat, ist Monobraue hipster? Ach so. Ich verstehe. Das rechts ist quasi sein Highscore und er tritt gegen seinen Highscore an, quasi. Das ist cool. Das ist sowas wie Dance Dance Revolution, nur halt... Das ist voll geil. Ich glaube, ich will das haben. Das ist Dance Dance Revolution quasi, ne? Das ist voll Hammer. Das finde ich gut. Ich sag doch, es müssen nur die richtigen Spiele für Kinect sein. Das finde ich gut. Das ist gegen total... Sich, das finde ich gut. Das ist total ich geil, gut. Mann. Mu, ich fordere dich zu einem Battle heraus. Bin dabei. Oh, wie Hammer das ist, Mann. The Ubisoft employees against each other. The US against the France. Against the France. That's what they call it. La France. So, first up on the red team, we have the pride of America. He's American, his light beer, deep fried Oreos and catfish noodling. What's that? Everybody give it up for Gary from Ubisoft, oh Gott, San Francisco. Mit diesem Schal, ey. Home of wheatgrass juice and fixed gear bikes. And hat sie gerade gesagt, Home of wheatgrass? On the blue team, we have l'esprit de France. He loves leisurely 3-hour hey, coffee breaks. Hey, er ist schön, glaube ich. Fun of American tourists and playing football with his feet. Oh, ich bin ein bisschen verliebt in ihn jetzt. Welcome, ach, wirklich? Give it up for das ist dein Typ? So ein bisschen. Ist das nicht ein bisschen schmalzig? Oder ja, okay. Magst du nur französische Croissants? Hm? Das kommt, glaube ich, Baguette. Ist der französische Charme, der da groß mitspielt. Du weißt, was man über Franzosen sagt, ne? Nein. Achselhaare. Ganz lange Achselhaare. So lang wie sein Bart. So, mal gucken. Ich sag übrigens, Franzose gewinnt auch. Der sieht einfach motivierter und sportlicher aus. Ja, er sieht schöner aus, deswegen muss er gewinnen. Chat, ihr habt jetzt noch Zeit abzustimmen. Jetzt reinschreiben, Franzose oder Amerikaner. Go! Ach du Scheiße. Voll machen. Franzose, Amerikaner. Ach so. Start. Ach, wie geil. Wie stumpf, aber lustig. Und übrigens, los geht's. Glaube ich. Also, ich stay tune gerade noch. Ah, okay. Ah, jetzt geht's los. Okay, dann weiß ich, dass du ein paar Sekunden voraus bist. Das heißt, wenn ich sag geil, dann warte ich einfach auf dein geil. Und der arme Zauberer. War nur eine Katze. Ganz allein. Nein, Mieze. Ja, gut. Ich glaube, wenn ich mal einen ordentlichen Joint drehe, ist das ein ziemlich cooles Spiel. Soll ich die mal anschreiben, dass wir die auf die Spielepackung drücken oder so? Kann der bitte gehen? Er soll gehen. Er bringt schlechtes Karma mit sich. Alles, was er sagt, macht mich wütend und traurig. Vita Minecraft. We will stay true to our roots. To create imaginative games. Oh meine Güte, geh von der Bühne. Mach irgendwas. Halbe Stunde noch, ne? Halbe Stunde noch. Ah, Sony. Iconic games of our time. Vibribbon. Man will, oh, holy fuck, Alter, hör auf zu reden. Man will die Karre auch gegen die Wand fahren, oder? Und man legt es drauf aus. A personal favorite of mine. Das ist unfassbar. That really embodies the PlayStation. Oh meine Güte. And speaking of games, in 1996, hört nicht auf.
Er redet weiter und niemand will hören, was er sagt. Merkt er das nicht? Das ist auch tote Stimmung, ne? Das ist nichts los. Fangen sie jetzt an, Mortal Kombat anzukündigen, was auch schon alle seit einer Woche wissen? Oh, bitte nicht. Oh, komm, jetzt nicht im Ernst. Oh, komm. Oh, nein. Oh. Bitte. It's a tremendous pleasure. Oh nein. And a unique thrill for me. Oh Gott, sie haben es tatsächlich getan. Stage, the worldwide premiere of gameplay footage for Mortal Kombat. Oh komm, das ist nicht euer Ernst. Du stirbt hier gerade. Es ist auch noch der Trailer, den alle gesehen haben. Ah, was machen die denn da? So, jetzt sollte es aber mal langsam abgehen, ne? Really, what can you say? Thanks, Sean. A PlayStation, we know building a portfolio of incredible games. Oh, bitte, wenn ihr jetzt mit irgendwelchen scheiß Filmen anfangt, ne? PS4 owners are using the console extensively. Oh, nein, bitte nicht. TV shows and listening to music. Denkt nicht mal dran. Habt ihr eigentlich schon mal so einen Autounfall gesehen, der so ganz langsam produziert wurde? Oh mein Gott, ihr fangt jetzt nicht mit Netflix und irgendwelchen scheiß Filmen an. Bingo. Oh Gott, das könnt ihr mir doch nicht antun. Oh nein, für sowas bleib ich wach, ne? To bring new experiences and more value to PS4. Oh, last da? Year, Michael Linton joined us on stage to announce that Sony Pictures Entertainment is bringing brand new original programming available exclusively on PS4 and PS4. And we're not just bringing any Sie reden und sie machen nichts. Die Worte, sie haben keine Bedeutung mehr. Ich sehe nur noch Schwachsinn. We're developing and curating content that is tailored specifically to what viewers love most. Oh, das kann doch nicht sein. Oh, Matto. Sie labern irgendein Bullshit und sie kommen nicht auf den Punkt und sie machen nichts. Es kommt PlayStation Plus dran. Wo auch das zeigt Spiele. Oh mein Gott, das ist alles anders. Kenn ich den? Ich, nö, ich sehe ihn zum ersten Mal, glaube ich. Das hat keiner geklatscht. Wow, there's a lot of people in this. I've been to Ah, verdammt, ich habe Werbung geschaltet. Nein, ich habe drauf. Nein! Ah, das ist 145 Sekunden. Ah. 5, 4, 3, viel Spaß! Du Trottel! Stylen die jetzt hier rum, oder was? Was zur Hölle? Sieht aus wie Street Fighter. Oh nein, die Mies sind drin! Nein! Oh! Oh! Hey ho! Der Chat, in diesem Moment geht der Chat ab. Last year, I'd like to talk to everyone about the latest Zelda game for Wii U. Sehr gut. But first, please take a look at how the game looks on screen. Sehr gut. Boah! Hör mal! Hör mal! This is the new world of Zelda. Hör mal! What? Hör mal! It's a vast world, isn't it? Hör mal! Dude! Hype! You can even reach those mountains in the distance if you walk far enough. Halt. We can create such a wide world like this in the past. As far as what you can do with such a vast field to explore, as soon as those boundaries are removed, it means you can enter any area. I think that one convention we can keep, right? Mein Chat explodiert auch gerade. Meiner ist auch total. Ah, es geht los!
in-game. Ich werde bekloppt, Alter. Wenn das wirklich in-game ist. Also, ich gehe aber davon aus. Es hat so einen kleinen Okami-Look noch oben drauf. Kann das sein? Also nicht Okami, sondern die Skyward Sword in HD. Ja, aber ein bisschen düster. Düsterer. Ich will mehr sehen. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ich hätte gerne mehr jetzt gesehen. Was soll denn das? Ah, das wird das beste Spiel der Welt. Weißt du, was so traurig ist? You can go another round, can't you? Oh! Das ist versagt! Das ist tatsächlich versagt! Ah, das ist versagt! Gott, ich komm nach! Schau euch das nochmal an! Ah, das ist Gott voll gut! Ah. Oh, Bayonetta 1 ist mit drin! Ah, wie unglaublich großartig! Coming back, Mario. Maybe now you reconsider announcing Mario Ballet. What about Star Fox? Ja, was ist denn mit Star Fox? Mario Maker, Mario Maker. Ich sag, das ist Mario Maker. Sieht gut aus. Das ist Mario Maker. Das ist Mario Maker. Komm schon, tu das, was ich will. Ja! Ah, sehr gut. Schön. Mario Maker. Auf der Wii U auch noch. Das ist fies. Das ist fies. Das ist fies. Gut, ich sag mal wieder jo. Danke, dass du so als Einsatz eingesprungen bist, ne? Ja. Ja, und auch an alle, die beim Stream dabei waren, ebenso wunderbar. Ja, gut, herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich bin raus. Mu, ich leg auf. Jo. Du bist toll. Tschüss. Du auch. Tschüss.